Mein Mann und ich waren vor kurzem wandern. Ich weiß nicht, ob du schon mal wandern warst. Für uns war das das erste Mal. Und wir haben uns eine richtig nette Wanderroute ausgesucht, dachten wir zumindest. Die Umstände waren nur leider ein bisschen zu hart. Wir hatten 30 Grad im Schatten, 10 Kilo schwere Last auf dem Rücken. Wir sind jeden Berg rauf und runter. Und dann ist uns auch noch nach 10 Kilometern das Wasser ausgegangen. Wir waren total ausgetrocknet. Ich habe sogar überlegt, ob ich noch irgendwas dabei habe, was ich ausfringen könnte, nur um einen Tropfen Wasser zu bekommen. Auf jeden Fall hat man beim Wandern extrem viel Zeit nachzudenken. Und die Zeit habe ich auch genutzt. Ich habe mir nämlich Gedanken darüber gemacht, ob es einen Wanderwegerfinder gibt und ob dieser Wanderwegerfinder wirklich den gesamten Weg unter den gleichen harten Umständen entlang gegangen ist und es geschafft hat. Ich war mir nämlich ehrlich gesagt nicht so sicher, ob wir es schaffen würden. Dieser Wanderwegerfinder, habe ich dann gedacht, wie kann ich den eigentlich so in Beziehung zu Jesus setzen? Und dann ist mir eingefallen, dass es einen ziemlich lustigen Unterschied zwischen dem Wanderwegerfinder und Jesus gibt. Denn Jesus, der den Wanderweg deines Lebens erdacht hat, der geht ihn mit dir Tag für Tag. Und mir ist dann auch noch eine Bibelstelle eingefallen. Im Hebräerbrief, in der Bibel im Neuen Testament, Kapitel 2, Vers 18, da steht, dass Jesus in allem versucht worden ist, gleich wie wir, und dass er uns deswegen helfen kann. Und das ist meine Botschaft heute. Jesus ist in allem versucht worden, genau wie du, und er kann dir in deinem Wanderweg helfen. Und die Frage heute ist, willst du den Wanderweg deines Lebens mit Jesus zusammengehen?